zum Tag der Wohltätigkeit. Die ehrenamtliche Arbeit von KlarTV. KlarTV. KlarTV im Überblick. Das andere Archiv. KlarTV já está sendo transmitido em 42 línguas. Sim, sim, tumigil ka na. Tagalog lang po ang aking naiintindihan. Das heißt, KlarTV wird bereits in 42 Sprachen gesendet. KlarTV hat 130 ehrenamtliche Übersetzer. Das ist ja mega krass. Da muss in den Studios bei der Produktion der Sendung und den vielen Sprachen ja Dauerstress herrschen. Komm, schau doch mal rein, wie freudig und gelassen die Stimmung hier im KlarTV-Studio ist. Ja, aber wie ist das möglich? Ganz einfach. Mittlerweile gibt es 165 Film- und Tonstudios, die am laufenden Band die vielen Sendungen von KlarTV produzieren. 165 Studios? Woher die Moderatoren? Und wer bezahlt denn das alles? KlarTV hat 213 ehrenamtliche Moderatoren und 241 ehrenamtliche Sprecher. Wir machen das aus vollstem Herzen in unserer Freizeit und auf eigene Kosten. Genauso die 670 Techniker und auch die 194 Coaches und Maskenbildner. Ein Team von über 400 Menschen befasst sich ebenso ehrenamtlich mit den Klagen, die aus der ganzen Welt an KlarTV gesendet werden, sortiert, recherchiert, prüft Quellen, kürzt Texte und verarbeitet alles zu Sendungstexten. Gemeinsam wurden in den vergangenen 5,5 Jahren über 8.700 Sendungen von Grund auf, also von der Redaktion bis zur Ausstrahlung, produziert und ausgestrahlt. In dieser enormen Vielfalt von Sendungen stecken hunderttausende Stunden Arbeit. Aufgrund von Unterlassung und Einseitigkeit in der Berichterstattung der öffentlich-rechtlichen Medien sehen sich immer mehr Menschen gezwungen, herauszutreten und ihre oft knappe Freizeit für die Verbreitung unzensierter Nachrichten zu investieren. Dabei leisten sie nahezu den gleichen Aufwand wie die Mitarbeiter der Mainstream-Medien. Doch für ihre Arbeit können sie nicht auf die horrenden Mittel von rund 8,1 Milliarden Euro der GEZ zurückgreifen, die allein im Jahr 2015 in die öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland flossen. Kurze Gegenrechnung. 8,1 Milliarden Euro. Das ist so viel, wie wenn Sie jeden Tag 100.000 Euro ausgeben würden. Und das Ganze 222 Jahre lang. In einem regelrechten Notlaufprogramm sieht sich diese ehrenamtlich wachsende Mitarbeiterschaft dazu verpflichtet, wichtige und unverzichtbare Gegenstimmen weltweit zu verbreiten. A recompensa do nosso sincero compromisso não é o dinheiro, mas sim a propagação mundial de notícias sem censura. Sie sagt, der Lohn unseres von Herzen kommenden Einsatzes besteht nicht aus Geld, sondern in der weltweiten Verbreitung der unzensierten Nachrichten. KlarTV, ein umfassendes Archiv. KlarTV bringt unzensierte Nachrichten. Doch nicht nur das. KlarTV ist ein Archiv. Ein umfassendes Nachschlagewerk mit unerhörten Möglichkeiten. Dieses Archiv ist eine konkrete Maßnahme gegen Geschichtsfälschung. Zum Vergleich. Wikipedia ist heute das meistgenutzte Lexikon der Welt und hat innerhalb weniger Jahre Lexikonreihen wie Brockhaus, Meyers und Knauer nahezu komplett verdrängt. Wikipedia-Artikel werden jedoch ständig umgeschrieben. Was vor 5 Jahren dort stand, kann nur noch über die unübersichtliche Versionsgeschichte nachvollzogen werden. Was die Menschen im Jahr 1920 über ein bestimmtes Ereignis gedacht und geschrieben haben, ist nicht zugänglich. Das bedeutet, Wissen wird relativ, formbar, manipulierbar. Dem Missbrauch sind Tür und Tor geöffnet. KlarTV schafft Abhilfe. KlarTV bietet übersichtliche und nachvollziehbare Informationen. Alle Sendungen, inklusive der Quellennachweise, sind jederzeit abrufbar, geordnet nach Themen, Zeitpunkt, Stichworten, Personen und so weiter. Doch wie finden Sie hier was? Hier geben wir Ihnen nun eine Anleitung und Übersicht, wie alles funktioniert.
Zudem geben wir Ihnen einen Ausblick, was bereits in Planung ist, für bestmögliche Suchfunktionen. Die 12 Sendeformate auf KlarTV. Äußerst abwechslungsreich und vielfältig transportiert Klagemauer TV mittels 12 verschiedener Sendeformate Nachrichten aus aller Welt. Medienkommentare zeigen Fakten, Hintergründe oder Zusammenhänge zu aktuellen Tagesereignissen auf, die die Mainstream-Medien verschwiegen haben. Mit Dokumentarfilmen bekommen Sie umfangreiche Informationen zu einem Thema, seien dies Impfung, Mobilfunk, das Geldsystem oder zahlreiche weitere. Interviews mit Experten, Wissenschaftlern, Ärzten, Aktivisten und vielen weiteren interessanten Menschen geben tiefgreifende Einblicke in oft verschwiegenes Wissen. Unter Bildung unzensiert stellt Ihnen KlarTV Fachwissen, Einblicke und Hintergründe via umfassender Vorträge, Filme, Dokumentationen etc. von anderen Produzenten zeitweise zur Verfügung. Sendereihen sind entweder aufeinander aufbauende oder zu einem Themenblock zusammengefasste Sendungen zu derselben Thematik. Im Format »In einer Minute auf den Punkt« wird umfassendes Wissen kurz und knackig zusammengefasst. Für alle, die keine Zeit haben. In »Meinung ungeschminkt« sendet Klagemauer TV die ungeschminkte Meinung mutiger Menschen, die Missstände aufklären und ansprechen. Bei Clip und Klartext werden Fakten und Stellungnahmen auch mal bewusst provokativ auf den Tisch gelegt. Unter satirisch Ernstes kommt einen schon mal das Lachen, obwohl die dahinter stehenden Tatsachen alles andere als lustig sind. Dan, die anderen Nachrichten, sind ermutigende Erfolgsmeldungen aus aller Welt. Sie spornen an, ebenso Missstände durch Engagement zu beenden und ins Positive zu wenden. Last but not least präsentiert Ihnen Klagemauer TV mit dem Blick über den Zaun weitere wertvolle Informationsquellen der alternativen und unabhängigen Medienwelt. Spielfilme von KlarTV-Gründer Ivo Sasek informieren in kurzweiliger Art über wichtige, gesellschaftsrelevante Themen. Und wir bleiben für Sie weiter dran, unser Programm durch immer wieder neue Sendungsformate zu bereichern. Die KlarTV-Sendereihen. Bei Klagemauer TV wird meist in wenigen Minuten Sendezeit Einblick in komplexe Themen gegeben. Damit man einen besseren Überblick erhält, werden wichtige Sendungen eines Themas in der Form einer Sendereihe ausgestrahlt, die sich über mehrere Tage oder Wochen erstreckt. Dadurch ergibt sich wie bei einem Puzzle aus den einzelnen Sendungen ein Gesamtbild. Diese Sendereihen, von denen bereits 93 zusammengestellt wurden, finden Sie in der Menüleiste der Startseite unter dem Button Sendeformate. Zum Beispiel wurde der KlarTV-Gründer Ivo Sasek und Klagemauer TV von den Medien Anfang 2017 mit übler Nachrede, Verleumdung und falschen Darstellungen attackiert. Ivo Sasek und Klagemauer TV setzten sich in einer Gegendarstellungssendereihe zur Wehr. So verabschieden wir uns mit einer besorgten Frage des Bayerischen Rundfunks und sind gespannt, wie die Zukunft diese Frage beantworten wird. Was hat Sasek vor mit den Medien? Vor mit den Medien. Vor mit den Medien. Vor mit den Medien. Und nun zeige ich Ihnen einige Funktionen auf unserer KlarTV-Seite, die Sie möglicherweise noch nicht kennen oder entdeckt haben. Sie können beispielsweise Sendungen nach Stichwörtern suchen. Hierfür gibt es die Suchfunktion, in die Sie einzelne oder mehrere Wörter eintragen können. Versuchen wir es mal mit Flüchtlinge und Europa. Und es erscheinen absteigend, nach Datum sortiert, alle Sendungen zum Thema Flüchtlinge und Europa. Oder Sie möchten beispielsweise die Sendungen der letzten 14 Tage sehen?
Scrollen Sie hierfür einfach auf der Klartv-Seite bis ganz nach unten und Sie sehen die Klartv-Trends der letzten 14 Tage. Doch da dies recht umständlich und lang ist, haben wir auch auf der Klartv-Seite einen Button Klartv-Trends, wie Sie ganz einfach an die gleiche Stelle kommen auf unserer Klartv-Seite. Suchen Sie Sendungen nach bestimmten Tagen oder nach Ihrem Ausstrahldatum. Hierfür haben wir die Funktion Sendungen von bis. Hier können Sie den Zeitraum genau definieren, indem Sie wissen möchten, was hier auf Klartv ausgestrahlt wurde. Außerdem haben wir die Funktion in der Menüleiste unter Aktuell. Hier finden Sie nach dem Datum sortiert der letzten Woche alle Sendungen. Und möchten Sie zeitlich noch weiter zurück, klicken Sie auf Mehr und Sie finden alle Sendungen, die absteigend nach Datum auf Klartv ausgestrahlt wurden. Klartv produzierte seit Beginn über 70 Dokumentarfilme. Wow! Gleich unterhalb der Klartv-Trends finden Sie den Button Klartv-Dokufilme. Sie wollen sich mit Ereignissen oder Entwicklungen in einem ganz bestimmten Land auseinandersetzen? Unmittelbar nach unseren Klartv-Dokufilmen finden Sie alle möglichen Sendungsempfehlungen zu gewissen Ländern. Hier zum Beispiel finden Sie zuerst alle Sendungsempfehlungen zu den USA. Drücken Sie anschließend auf das entsprechende Register und Sie werden zu weiteren Sendungsempfehlungen der anderen Länder geführt. Auch hierfür gibt es einen Kurzbutton auf unserer Startseite und zwar unterhalb der Klartv-Dokufilme an dieser Stelle. Sie haben die letzten Sendungen verpasst? Kein Problem! Auch hierfür haben wir eine Funktion eingerichtet. Klicken Sie dafür einfach auf die aktuelle Sendung und nacheinander werden rückwirkend der Reihe nach alle Sendungen abgespielt. Die Möglichkeit, Sendungen ab einem bestimmten Datum der Reihe nach anzuschauen, ist bereits in Bearbeitung. In unserem Live-Ticker finden Sie aktuelle Klartv-Empfehlungen und seit neuestem auch Vorausblicke auf Sendungen, die in nächster Zeit hier auf Klartv erscheinen werden. All dies, was Sie bis jetzt gesehen haben von unserer Klartv-Seite, ist der momentane Stand der Sendungskategorisierung und Suchfunktionen auf Klartv. Wir möchten Ihnen aber auch einen Ausblick geben, was bereits in Planung ist. Wir arbeiten nämlich an einer ultimativen, erweiterten Stichwortsuche, Themen von A bis Z. Ein intelligenter Suchalgorithmus soll es ermöglichen, über jedes x-beliebige Thema oder Schlagwort sämtliche Klartv-Sendungen aufzulisten. Kombinieren Sie sämtliche Filtermöglichkeiten wie Land, Rubrik oder Thema nach Belieben, um aus der gigantischen Klartv-Fülle genau diese Beiträge zu filtern, die Sie interessieren. Sie möchten zum Beispiel wissen, was Klartv über US-Kriegsverbrechen berichtet hat? Dann wählen Sie in der länderspezifischen Suche USA die Rubrik Terror und das Thema Kriege. Eine A bis Z Themenliste leitet Sie durch alle relevanten Klartv-Beiträge Ihrer Wahl. Und wenn auch Sie uns mithelfen möchten, die Tausenden von Sendungen nach Stichworten zu kategorisieren oder sogar in der Webseitenprogrammierung zu unterstützen, dann wird diese neue Funktion schon bald hier auf Klartv verfügbar sein. Verbreiten Sie Klartv! Ja, helfen Sie uns mit! Unterstützen Sie Medienklagemauer TV, indem Sie unsere Sendungen weiterverbreiten. Denn darin liegt unser einziger Lohn. Nach dem Motto Hand in Hand mit Herz und Verstand empfehlen wir von Klagemauer TV dabei auf Meinungskriege zu verzichten. Halten Sie Ausschau nach denjenigen Menschen in Ihrem Umfeld, die sich für unsere aufklärenden Themen interessieren und unsere Arbeit zu schätzen wissen. Klartv ist keine Meinungskeule. Wir zeigen Ihnen verschiedene Möglichkeiten, wie Sie unsere Sendungen weiterverbreiten können. Jede unserer Sendungen hat eine spezifische Nummer. Immer oben rechts im Video, wie Sie hier sehen. Unterhalb des Videos finden Sie denselben Kurzlink zum Verbreiten, einfach rauskopieren und versenden. Wenn Sie Freunde und Bekannte auf eine wichtige Sequenz oder Aussage eines langen Filmes hinweisen möchten, dann können Sie das Video an der gewünschten Stelle stoppen und den Direktlink zu dieser Abspielposition verwenden. Noch einfacher wird der Mailversand mit diesem Button hier. Es öffnet sich eine fertig geschriebene Mail mit einem kurzen Werbetext und dem Sendungslink dazu.
Nur noch den Empfänger eintragen, vielleicht einen Gruß und ab geht die Post. So, und hier können Sie die Sendungen auf unseren anderen Kanälen anschauen und mit Ihren Freunden teilen. Zum Beispiel auf YouTube, Vimeo, Facebook, Twitter, Google+, WhatsApp oder VK. Ja, auch unterwegs von Ihrem Handy aus kann jede Sendung direkt in der gewünschten App an Freunde und Bekannte weitergeleitet werden. Als Sahnehäubchen bietet Klagemauer TV auch noch zu jeder Sendung einen HTML-Code an, mit dem Sie KlarTV-Sendungen auf Ihrer eigenen Webseite einbinden und präsentieren können. Genial, oder? Super! So einfach kann ich KlarTV in alle Plattformen verbreiten. Voll genial! Ja, voll der Hammer! Und überall erreichbar! Sie wollen die Sendungen gerne lesen? Ja, das geht. Hier finden Sie immer den kompletten Text von den Sendungen zum Ausdrucken, Weiterschicken oder Nachlesen. Und man kann alles als Text ausdrucken, falls der Sender mal zensiert oder gar gesperrt wird? Ja, okay. Stopp. Da gibt es einen besseren Weg. Es gibt das S&G-Jahrbuch. Nimm doch einfach die S&G. Alles, was auf KlarTV kommt, ist da kurz und knapp drin. S&G? Stimme und Gegenstimme. Eine freie und kostenlose Zeitung. Erscheint jede Woche, um das aktuelle Weltgeschehen unter die Volkslupe zu nehmen. Vom Volk fürs Volk. Zum Jahresende gibt es dann ein Jahrbuch, das gedruckte Archiv von KlarTV. In Nussschalenform. Natürlich mit Quellenangaben. Krass! Ja. Willst du aber immer aktuell sein, dann mach bei unserer Umfrage mit. Dort kannst du die S&G kostenfrei auf deine Mailadresse abonnieren und auf diesem Weg auch ins internetunabhängige Netzwerk gelangen, falls das Internet zensiert wird. Ja, super. Das mache ich doch gleich. Ja, die arbeiten ja schon wie wild an der Internetzensur. Genau, darum gibt es den S&G Handexpress. Von Hand zu Hand durch das ganze Land, um die ganze Welt und das ohne Geld. Das ist echte internetunabhängige Vernetzung ohne finanzielle Abhängigkeit. Internet kannst du abschalten, das S&G-Netzwerk nicht. Und was wäre eine Sendung ohne vernünftige Quellen? Während man bei zwangsfinanzierten Portalen wie zum Beispiel tagesschau.de in der Regel nicht mal eine einzige Quelle bei den Beiträgen findet, gibt es bei uns zu jeder Sendung oft gleich mehrere Quellen, die Sie alle selbst nachprüfen können. Sie möchten eine Sendung als Filmdatei auf Ihrem Rechner speichern, weitergeben oder für sonst irgendwie einen Vortrag verwenden? Kein Problem. In verschiedenen Qualitätsstufen kann hier jede Sendung runtergeladen werden. Sie sind viel unterwegs und haben wenig Zeit, KlarTV zu schauen. Dann ist hier schon etwas in Planung. Hier können Sie in Zukunft jede Sendung als Tondatei herunterladen, die Sie dann unterwegs anhören können. Immer in Bewegung und doch informiert. Das Neueste nicht verpassen mit unserem Newsletter. Hier gibt es wöchentlich zusammengefasst Infos zu den aktuellen Sendungen auf unserem Kanal. Was Sie interessiert, können Sie mit einem Klick auf die Sendung anschauen. Palästinenser und Israelis reichen sich die Hände und hoffen auf eine bessere Zukunft. Ist doch super, oder? Dann gleich abonnieren. Und zwar geht das so. Neben der Startsendung auf News erhalten klicken, E-Mail und Namen eintragen und abschicken. Auf unserer KlarTV-Seite können Sie auch das Newsletter-Archiv zurückverfolgen. Gleich ganz oben links unter dem KlarTV-Logo auf Startseite und dort dann auf Newsletter klicken. Und schon sind Sie mittendrin. Hier können Sie sich den gesuchten Newsletter im Kalender auswählen. Bei Über uns finden Sie verschiedene lange Werbespots und Werbematerialien wie zum Beispiel Autobeschriftung, Visitenkarten, Plakate und so weiter. Herunterladen und verwenden. In diesem Bereich können Sie sich wichtige Doku-Filme kostenlos als ISO-Datei herunterladen und mit dieser Anleitung hier auf DVD brennen. Hier bekommen Sie sogar das fertige DVD-Label, das Sie direkt auf Ihre fertig gebrannte DVD drucken können. So sieht sie hübsch und professionell aus. KlarTV im wahrsten Sinne des Wortes in Hülle und Fülle. Präsent in allen möglichen Medien und in vielen sozialen Netzwerken zu finden. Doch folgen Sie uns bitte nicht nur auf Facebook und Co. Die Zensur der sozialen Netze ist schon beschlossen und wird bereits Schritt um Schritt umgesetzt. Also behalten Sie unbedingt unsere KlarTV-Seite im Fokus. Wenn es ganz dick kommt und es sogar unsere eigene Seite mit der Zensur trifft, was dann? Erinnern Sie sich noch? Ja, der S&G Handexpress.
völlig internetunabhängig, darum schon jetzt in Friedenszeiten bauen und von Hand zu Hand vernetzen. Wir sind ein lebendiger, gegenseitig verbindlicher Organismus. Interkontinental, international. Aus allen politischen, sozialen, religiösen und kulturellen Hintergründen. Und darum sind wir unüberwindlich. Egal was kommt und egal wie es kommt. Wir sind auf ein Ziel vom Herzen her vereint, haben alle Spaltungen überwunden. Die Not macht uns stark. Je schlimmer es wird, desto mehr kommen wir. Sie können KlarTV aber auch auf anderem Weg als durch die Verbreitung unterstützen. Helfen Sie uns mit, indem Sie Klagen einreichen. Wo geschieht Unrecht, das nicht nur mich persönlich betrifft? Welche dunklen Machenschaften müssen ans Licht gebracht werden? Schreiben Sie uns, egal aus welchem Land Sie kommen und welche Sprache Sie sprechen. Doch halt! Was geschieht, wenn jeder nur Links mit endlosem Text oder YouTube-Videos von 2 Stunden Länge einreicht? Trotz Hunderten von Mitarbeitern sind wir damit maßlos überfordert. Daher reichen Sie Ihre Klage mit Quellenangabe in einem gut verständlichen Kurztext ein. Wenn möglich, beleuchten Sie pro Artikel nur einen Aspekt, überfordern Sie nicht mit zu vielen Details oder Querverweisen. Noch ein Wort zu den Quellen. Im Internet kursieren viele Informationen, die auf den ersten Blick vielleicht glaubwürdig erscheinen. Unser Markenzeichen ist jedoch, dass wir nur zuverlässige und geprüfte Informationen verbreiten und alles, anders als die Mainstream-Medien, mit Quellen belegen. Suchen Sie auch stets weitere Zeugenaussagen, prüfen Sie Gegenargumente, rechnen Sie Zahlen selber nach und stellen Sie sicher, dass Ihre Quellen für alle Zeiten einsehbar bleiben. Fotografieren oder kopieren Sie Originaldokumente wie Bücher, speichern Sie Videos und Internetseiten. Überlassen Sie es nicht einfach der Redaktion, denn Sie sind die Redaktion. Wenn dieser Einblick Ihr Herz hochgehoben hat und es Sie von innen her mit uns verbindet, dann können Sie diesen unentgeltlichen ehrenamtlichen Dienst mit unterstützen. Sie können das, ob Sie es gelernt haben oder nicht, denn es wirkt eine Matrix, die jetzt und heute jeden befähigt, der sich darauf einlässt, seine Verantwortung für diese Welt zu übernehmen. Tausende Mitarbeiter haben dadurch bereits ihre Lebensqualität auf ein neues Level gebracht. Seien Sie Teil von Europas größtem Portal für unzensierte Nachrichten, Klagemauer TV.